Spanische Schlösser. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Erster Teil. Noch bei meinem letzten Besuch in der Kanzlei hatte hier alles die Atmosphäre des Beständigen, viktorianisch soliden. Schien Dickens grüßen zu lassen, Bob Cratchit und Scrooge aus Christmas Carol und sogar Mr. Tulkinghorn aus Bleak House. Und hinter einem schweren Schreibtisch aus Eiche saß ein alter Mann, Steuerberater und Rechtsbeistand, dem diese Gestalten sicher vertraut waren, weil er Bücher mochte und alles und alle, die damit zu tun hatten. Mich selbst eingeschlossen. Graham Mayer, Buchhändler. Aber das war gestern oder vorgestern oder vorvorgestern. Der Alte hatte sich ins gemütliche Surrey zurückgezogen und sein Enkel hatte einen elektronischen Blitz einschlagen lassen. Aktenstapel hatten sich in Disketten verwandelt.